Gespräche unter Brüdern nach einem Spiel, das beide Jan und Peter Stochel maßgeblich mit beeinflusst haben. Am Ende kann sich der ältere der beiden Torwartbrüder mehr über das 26-26 Unentschieden seines Teams gegen den Pokalsieger aus Berlin freuen, als Bruder Peter dies tun kann. Wir haben gewusst, wie schwer das hier sein wird und wir sind froh natürlich, dass wir einen Punkt nehmen können. Das ist natürlich ein Erfolg für uns, auf jeden Fall. Nach der deutlichen Niederlage gegen den THW Kiel am vergangenen Samstag wollen die Füchse das Duell gegen den Aufsteiger dazu nutzen, um wieder in ruhigere Fahrwasser zu kommen. Und in der Anfangsphase der Partie ist es immer wieder Konstantin Igoukoulou, der mit viel Durchsetzungskraft Tore für die Hausherren erzielen kann. Doch der Aufsteiger aus der Langen beginnt fokussiert, lässt Peter Stochel des Öfteren keine Abwehrchance. Die Hausherren hingegen nutzen die Lücken, die sie bekommen. Paul Drucks mit dem guten Anspiel auf Konstantin Igoukoulou und der trifft zum 4:3. Jens Stochel begutachtet derweil das Spiel noch von der Bank. Und sieht, dass sein Bruder mit fortlaufender Spieldauer schwieriger zu bezwingen wird. Ja, daran lag er sich. Also im Tor haben die eigentlich den besten Spieler, glaube ich, gehabt. Und von daher die Leistung im Tor war okay. Beim Pokalsieger steht nun Peter Nenadic auf dem Parkett. Und wenn der Serbe auf dem Parkett steht, dann wird es gefährlich für die gegnerischen Torhüter. Vor allem, wenn er derart viel Platz bekommt. Iker Romero zu Nenadic und der trifft ohne größere Mühe. Die Spieler von Trainer Dago Sigurdsson übernehmen nun zunehmend die Spielkontrolle und erkämpfen sich Ballgewinne. Wie hier Jesper Nielsen, der dann auf Konstantin Igoukoulou spielt und der sicher zum 10:7 für die Füchse trifft. Und dann, nach rund 20 Minuten, wird es endlich das Bruderduell, in dem Frederik Petersen Jan Stochel zunächst erst einmal keine Abwehrchance lässt. So wie auch kurz vor Halbzeitende, der Schwede läuft von außen ein und beweist sich auch als Schütze aus dem Rückraum. In die Halbzeit geht es mit einem 4-Tore-Vorsprung 16:12. Zu Beginn der zweiten Hälfte wartet erst einmal viel Arbeit auf Peter Stochel, denn die Gäste kommen mit Schwung aus der Kabine. Doch um den Legendenfuchs beim 7-Meter zu überlisten, muss Ole Rammel früher aufstehen. Im Angriff trifft erst einmal Paul Drucks für sein Team, doch die Gäste bleiben weiter im Spiel, auch dank eines Weltmeisters von 2007. Sebastian Preis kann immer wieder Lücken am Kreis reißen und dadurch Treffer erzielen. Und auch aufgrund der Tatsache, dass die Füchse gegen Ende der Partie die Konzentration im Angriffsspiel verlieren, können die Gäste noch einmal herankommen. Wir hatten da mehr Möglichkeiten, ein, zwei, drei Tore nach vorne gehen, aber Brüder hat alles gehalten, dann war ein bisschen schwierig natürlich. Ja, wenn wir gegen so eine Mannschaft wie Erlangen ist, die kämpfen bis letzte Sekunde immer knapp spielen, bis zur letzten Minute, dann ist das schwer zu gewinnen. Wir sollten schon früher plus 2, 3, 4 Tore Vorsprung haben, aber das hat nicht geklappt. Wieder ist es Sebastian Preis, der trifft. Da Peter Nenadic Wurf nicht im Erlangener Tor landet und auch der Abpraller von den Gästen gefangen wird, müssen die Füchse am Ende froh sein, dass der Wurf von Oliver Hess gegen den Pfosten geht. Ja klar, mit vollem Respekt zum Erlangen, so eine Spiele müssen wir mindestens zu Hause gewinnen, das ist klar. Und in unserer Situation, wo wir jetzt meisten Spiele verloren haben, dann natürlich ist das für uns jetzt eine ganz schwere Situation. Nächstes Spiel spielen wir in Wetzlar, das wird sicher kein Spaß auch, das heißt, für uns ist das sicher Verlust. Während es für die Füchse ein verlorener Punkt ist, ist es für die Gäste ein gewonnener. Das Duell der beiden Brüder besagt: Peter 14 Paraden, Jan 12, davon 2 in der Quanstein. Peter eingehaltener 7 Meter, Jan keiner. Am Ende endet auch dieses Duell irgendwie unentschieden.